Hier sehen Sie die mitgelieferten Teile wie Montagematerial, Filter, Netzgerät etc. Zuerst wird die Höhe der Liege ausgemessen. In diesem Fall sind es 72 cm. Dann wird die Höhe der unteren Befestigungslöcher auf der Wand angezeichnet. Das ist die Liegenhöhe plus 2,5 cm. Mit einer Wasserwaage wird die Höhe auf beiden Seiten übertragen. Die Löcher werden angezeichnet im Abstand von 34 cm. Wieder mit der Wasserwaage werden die unteren Löcher nach oben angezeichnet. Auch diese Löcher werden von unten im Abstand von 34 cm übertragen. Die Löcher werden im normalen Mauerwerk mit 8 mm gebohrt. Für die Befestigung sind geeignete Dübel und Schrauben zu wählen. Alle vier Befestigungsschrauben werden bis auf 1 cm eingeschraubt. An den vier Langlöchern wird nun das Gerät an der Wand eingehängt. Die Desinfektionsmittelflasche wird aus der Nische entnommen und das Gerät mit dem Schlüssel geöffnet. Beim Aufschwenken das Gerät festhalten. Die Befestigungsschrauben werden dann fest angezogen. Das Gerät zuklappen, verriegeln und die Desinfektionsflasche wieder in die Nische stellen. Ein geeigneter Schlauch muss eventuell erwärmt werden, damit er auf die Schlauchtülle aufgesteckt werden kann. Mit der Schlauchschelle wird der Schlauch an der Schlauchtülle befestigt. Der vorgefertigte Schlauch wird am Gerät aufgeschraubt und die entsprechende Länge markiert. An der Markierung den Schlauch abschneiden. Am Abflussrohr eine passende Gummidichtung und dann den Schlauch ins Rohr einstecken. Deckel am Abfluss entfernen. Den Abflussschlauch am Gerät montieren und das Abflussrohr im Abfluss einstecken. Jetzt am Filter die Eingangsverschraubung mit Teflonband eindichten. Und den gelben Absperrhebel aufschrauben. Hierbei den Hebel so ausrichten, dass er vorne gedreht werden kann.
Den Befestigungswinkel mit dem langen Schenkel zum Filter hin anbringen. Einen geeigneten Schlauch am Eingang des Filters einschrauben. Und provisorisch am Eckventil einstecken, damit die Befestigungslöcher des Filters markiert werden können. Die Löcher bohren, vorrangig 8 mm, und den Filter mit geeignetem Befestigungsmaterial befestigen. Den Schlauch am Eckventil fest aufschrauben. Den mitgelieferten Metallschlauch mit Teflonband am Gewinde eindichten und am Ausgang des Filters aufschrauben. Zur eventuellen Verlängerung bitte einen geeigneten Schlauch verwenden. Jetzt den Habermat auf den vorgesehenen Platz stellen. Der mitgelieferte Kunststoffschlauch wird für die Wasserverbindung zwischen Habermat und Colonhydromat zurechtgeschnitten. Einer für Kaltwasser und einer für Warmwasser. Zur Montage der Anschlussstecker wird erst eine Schlauchschelle über den Schlauch geschoben, auf der einen Seite ein Winkelstecker und auf der anderen ein gerader Stecker montiert. Die Schläuche werden nun mit den Winkelsteckern am Habermat eingesteckt. Bitte immer erst die Verriegelung eindrücken. Und der Zuflussschlauch wird am Anschluss oben aufgeschraubt. Jetzt die geraden Stecker der Schläuche am Colonhydromat einstecken. Dabei bitte nicht Kalt- und Warmwasser verwechseln. Das Netzgerät am Colonhydromat einstecken und dann mit der Stromversorgung verbinden. Am Habermat den Sicherungsaufkleber entfernen und kontrollieren, ob der Regler auf Null steht. Bevor der Netzstecker vom Habermat eingesteckt wird, kontrollieren, ob der grüne Hauptschalter ausgeschaltet ist. Nun das Eckventil aufdrehen und den gelben Absperrhebel am Filter öffnen. Den Habermat und den Colonhydromat einschalten, den Reinigungshebel auf ein, den Absperrhebel auf leeren und den Temperaturregler durch Drücken des schwarzen Knopfes auf ganz heiß stellen. Nun muss der Habermat so lange laufen, bis ein Wasserfluss in der Röhre zu sehen ist. Jetzt den Temperaturregler auf ganz kalt stellen. Bei kontinuierlichem Wasserfluss den Temperaturregler auf 38 Grad und den Reinigungshebel auf Ausstellen. Erst jetzt den Drehregler am Habermat auf die rote Markierung stellen. Der Habermat ist komplett aufgeheizt, nachdem die rote Kontrolllampe neben dem Drehregler erloschen ist. Nun die Spülkupplung seitlich abziehen und auf die Halterung aufstecken. Einen dünnen Schlauch aus einem Spekulaset mit der einen Seite am Behandlungsanschluss aufstecken und die andere Seite durch die Spülkupplung in die Sichtröhre einschieben. Nun den Wasserflussregler komplett aufdrehen. Kappe des Druckminderers zum Entriegeln nach unten ziehen. Den Wasserdruck auf ca. 200 Millibar einstellen und die Kappe wieder nach oben drücken. Den Wasserfluss am Wasserflussregler auf 50 Millibar zurückdrehen. Die Verschlusskappe am Temperaturregler abziehen, mit Inbusschlüssel die darunter befindliche Schraube lösen und den Knopf abziehen.
Den Drehregler mit einem 19er Gabelschlüssel oder einer Zange fixieren und mit dem Inbusschlüssel die Temperatur auf 38 Grad einstellen. Temperaturreglerknopf wieder montieren und Verschlusskappe aufstecken. Den Wasserflussregler wieder zudrehen. Den Schlauch vom Behandlungsanschluss ab und aus Sichtröhre herausziehen. Die Spülkupplung von der Halterung entnehmen und wieder montieren. Jetzt die Liege mit dem Fußteil Richtung Gerät stellen. Das Gerät ist nun fertig montiert und eingestellt.